Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der NF Marsch Nordfriesland MLS22. Ja, erstmal die Helfer starten. Das ist ja beinahe wieder das Wichtigste. Geld verdienen. So, der läuft auch wieder. Du läufst auch wieder. Du läufst auch wieder. Ja, jetzt laufen alle wieder. Das ist doch schon mal schön. 66. Was ist denn Feld 66? Das ist das hier wahrscheinlich, ne? Yep. Da haben wir gleich schon mal einen Traktor, der Ballen sammeln kann. Ja, noch mehr Aufträge sind nicht da. Aber dann müsste auch gleich fertig sein. Hoffe ich jetzt ganz einfach mal. Yep, und er ist fertig. Wunderbar. Dann können wir den schon mal abgeben. Den Kurs rausschmeißen. Den Düngerstreuer zum Hof bringen und dann können wir uns ganz gemütlich dran machen, die Ballen von der Wiese holen und schon mal wegbringen. Jetzt weiß ich bloß gar nicht wohin. Ich hoffe mal zu einer BGA. Da. Können wir mal eben kurz nachgucken. Nee, Gärtnerei. So viele Ballen werden da gar nicht überbleiben. Schade, aber egal. Egal, egal, egal. Ja, der Kontostand ist ja wieder gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Aber neue Angebote sind auch noch nicht reingekommen. Für ein neues Feld reizt auch noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr tun. Nur. Naja, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Tat. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Geld. So, ich habe mich gerade gefragt, nee, Verkehr habe ich angelassen. Kommt ja gerade ein Geisterfahrer. Dann kann ich nicht mehr so. Nicht mehr so fix um eine Kurve rasen. Nicht, dass ich da irgendwo im Graben lande. Das wäre schlecht. Aber wieder an meinem. Ich habe ein Lieblingsfeld vorbei, aber nee, können wir uns nicht leisten. Ich glaube, das kostet eine 500.000 und das Geld haben wir noch nicht. Aber auch nicht so schlimm. Hab ich da nicht irgendwie 48? Einen Kurs hin, hätte ich beinahe gesagt. Aber 48 war, glaube ich, ganz oben. Müsste ich wahrscheinlich nochmal einen Punkt setzen. Den können wir auch da vorne ordentlich abstellen, ne? Den Streuer.
steht er nicht gleich im Weg. Irgendwas wird blockiert. Wahrscheinlich die Ballenpresse, die einen Ballen gefunden hat. So, gucken wir mal. Yep. Was sag ich? Was sag ich? Die hat einen Ballen gefunden. Helfen wir ihr mal auf der Sprünge, dann kann sie nämlich weitermachen. So. Und wir gehen wieder in den Fend. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, ob ein Sammelwagen dabei ist. Ansonsten müssen wir uns mal einen Hänger kaufen. Damit wir auch ein paar Ballen hin und her fahren können. Und nicht nur drei oder vier. Ja, Samstag kamen mir leider keine Folgen. Liegt daran, dass ich das nicht geschafft hatte aufzunehmen. Mist. Ja gut, Quaderballen haben wir jetzt nicht. Ne? Dann müssen wir uns doch was kaufen. Hatte ich nicht geschafft aufzunehmen noch. Deswegen, aber ne, heute kommen wieder, wie es auch drin steht, alle. Nee, hier war es nicht drin. Wo war es denn jetzt? Ballentransport. Können wir uns gleich einen größeren holen, oder? Den hier. 42, war da nicht irgendwie noch was Größeres? Mit 48? Nee, ne? 42 ist das Maximum. Oder von Lizard. Ist eigentlich gehüpft wie gesprungen, ne? Nehmen wir mal den. Breitreifenaufbau. Können wir eigentlich auch gerade machen, ne? So. Manuelles Laden. Ballen automatisch laden. Kippen. Das ist relativ. Die Farbe möchte ich aber ändern. So. Und die Felgen am liebsten auch. Ach, das war der Schilf, wa? Das hier sind die Felgen. So. Dann kann ich damit schon eher leben. Dann sind wieder 40.000 Euro weg. Aber wir können dann auch gleichzeitig 42 Ballen von A nach B transportieren. Das ist doch auch gar nicht mal so schlecht. Wenn, ja, das kriege ich hin, aber ich komme so nicht um die Kurve. Aber das dürfte klappen. Das dürfte klappen. So. Machen wir uns mal auf den Weg. Ist ja eigentlich fast nur geradeaus. Dann sind wir schon beim Feld. Da was? Nö, ne? Gut. Weiß ich. Naja, fast. Also ich fahre fast 30. Gut, dass hier keine Blitzer sind. So, kommt da was? Nö, sieht nicht danach aus. So. 8,8 Stunden hat der Fan schon runter. Schwede. Alter Schwede. Ich bin übrigens am Überlegen, ob wir nicht auch hier die Seasons rausnehmen. Ganz einfach, weil man sich denn da sonst ein bisschen, oder weil man sich denn ein bisschen schneller aufbauen kann. So, ich hoffe, ich habe es jetzt aktiviert.
Ja, ich habe es aktiviert. Cool. Dann sammeln wir erstmal die äußeren weg, dann hat die Ballenpresse auch nicht mehr solche Probleme. Dann könnten wir ja irgendwie einen Kurs machen oder so. Oder können die Ballen auch selber wegfahren. Irgendwie, irgendwas von den beiden werden wir schon schaffen. Dass sie dann hier nicht mehr so stören. Oder dass die ersten schon weg sind. Wie auch immer. So. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Liegen zwei nebeneinander. Egal, fahren wir gleich nochmal runter. Es klappt doch. Es klappt doch. Also einfach die Jahreszeiten rauszunehmen, dass wenn man denn einen Tag geschlafen hat, ist sozusagen immer gleich wieder Sommer ist, die nächsten Felder reif sind, etc. 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 Müsste ich mir mal überlegen. Aber ansonsten finde ich, klappt das ja auch eigentlich ganz gut so mit Jahreszeiten, ne? Weiß nicht. Könnt ihr gerne mitentscheiden, ob ihr dafür seid, ob ich die Jahreszeiten hier auch rausnehme oder nicht. Dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Oder ob ich die doch drin lassen soll. Weil Lunar-Missionen werden wir ja trotzdem machen müssen. Da kommen wir ja nicht drum herum. Vor allen Dingen die erste Zeit über. Bis wir denn genug Arbeit auf unserem eigenen Hof haben. Beziehungsweise die Arbeit auf unserem Hof geht ja sowieso immer vor. Aber bis da wieder Arbeit ist, das dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, als wenn wir die Jahreszeiten rausnehmen. So, gib alles, kleiner Feind. Obwohl, so klein ist er auch nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Haben wir gleich die 42, ne? Können wir gleich schon die erste Ladung wegbringen? Yep. Dann können wir ja erstmal hinten weiter sammeln, dass sich auch da die Presse nicht mehr festfahren kann. Dann kann man ja die einzelnen Reihen abfahren. Ist das laut? So. Jetzt ist es besser. Wäre es auch gewesen hier, wenn die Mission die BGA hier angesteuert hätte, aber jetzt zur Gärtnerei ist jetzt auch kein Weltuntergang. Da kriegen wir die Ballen auch schnell hin. So, kommt da was? Ich sehe nichts. Nö, ich glaube nicht. Zu viele Bildschirme. Eindeutig zu viele Bildschirme, aber egal. Hat auch was. Zum größten Teil braucht man die ja. Also jetzt nicht für alle Arbeiten gleichzeitig, aber sind doch nicht unwichtig. So, erste Ladung Ballen weg. Prozent, okay. Also so viele Ballen brauchen wir gar nicht.
das jetzt 18 waren. Nächste sind 36. Oh. Schauen wir mal, wie viele für uns überbleiben, beziehungsweise ich würde die gleich verkaufen wollen. Damit wir noch ein bisschen Geld wieder erben. So, da ist die gute Presse. Die spuckt auch noch fleißig weiter Ballen aus. Hier liegt auch noch ein bisschen Gras. Können wir auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Jeden Liter mitnehmen. Umso mehr Geld verdienen wir denn. Ja, ich glaube, ich sammle erstmal die hier auf, die dichter bei den Reihen stehen, damit die Presse ordentlich erfahren kann. Und der Schwader, obwohl der Schwader schiebt sie einfach beiseite. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. So, können wir nochmal runterfahren. Und dann haben wir garantiert schon die zweite Fuhre voll. Da war der Schwader. So. Da können wir so nochmal hier runterfahren. Mann, Mann. Es wird. Mühsam endet sich das Eichhörnchen, oder wie war das, ne? Vier, sechs Stück. Hier hinten liegen vier. Zack. Nehmen wir den noch mit. Nehmen wir den noch mit. Nehmen wir die drei noch mit. Und dann sind wir auch wieder voll. So. Zweite Fuhre weg. Ich würde jetzt allerdings aber auch sagen, da wir jetzt die zweite Fuhre wegbringen, machen wir für heute Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich noch ein schönes Restwochenende, wer die Folge jetzt gleich guckt. Und dann sehen wir uns um 11 Uhr wieder auf der Oldstream Farm. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis denne.